Hi und herzlich willkommen zurück zu Virginia. Wir sind hier in Folge 2 mittlerweile am Tag Dienstag angekommen und sitzen hier gemütlich in unserem Bettchen und werden uns jetzt mal das Buch vom Lukas ansehen. Ich bin gespannt, was dazu drinnen steht. Was haben wir denn da? Cannon Observatory Science Center. Interessant. Das, was damit zu tun hat. Und ein bisschen ein Gekrakel sehen wir da auch. Das sieht aus wie ein UFO da rechts. Huh. Jetzt haben wir da eine Höhle. Ja, sieht mir nach einer Höhle aus. Was? Hallo? Okay. Was ist gerade passiert? Wer bin ich jetzt, wenn ich fragen darf? Ja. Ich kenne mich gerade nicht aus. Ich schau mal kurz, ob noch irgendwas zum Anklicken ist. Nein, aber... Okay. Dann werde ich mal meinen Hintern hier rausbewegen. Okay. Okay, sehr verwirrend an dieser Stelle, muss man sagen. Aber wir sind anscheinend wieder... Ah! Ist das nicht? Nein, das ist... Ah, oh nein, die weint. Okay, das könnte... Was macht er? Okay, er hämmert das Zimmer zu, warum auch immer. Okay. Was soll ich jetzt hier tun, ist die Frage. Und die andere Frage ist, warum bin ich hier in dem... Okay, die raucht. Hallo, Rauchen ist ungesund. Nein, okay, das sind Polizisten und soll das auch ein Polizist sein? Ich denke mal. Sieht nach einer Kellnerin aus und die weint und was die auch immer da macht. Warum hämmert der die Tür zu? Interessant. Okay, da hinten leuchtet schon wieder was. Ich gehe da mal rein und... Okay, Red Screen. Okay, warum sitze ich jetzt schon wieder im Auto? Und was ist das für ein alter Knacker? Oh, Gott sei Dank. Okay. Also das erste war ein Albtraum, aber warum stand da gerade ein Büffel in meinem Zimmer? Das ist ja mal eine, ja, verrückte Sache. Guten Tag. Der hat ja viele Orden und so weiter auf seiner Jacke und auf seinen Schulterklappen, wie es aussieht. Okay. Dann gehen wir mal wieder in den Kellerraum, wo wir, wie es aussieht, alleine sind. Okay, was haben wir denn da Schönes? Einen Anhänger. Okay, da steht auch nichts oben. Ah, den kann man öffnen. Interessant. Hallo. Das hat sie anscheinend nicht so sehr erfreut, dass wir da den Anhänger, dass wir da reingeschaut haben. Und ja, tschüss. Tschüss. Okay. Fahren wir jetzt wieder? Ja, wir fahren wieder wohin? Hallo. Tut mir leid, dass ich da in deinen Anhänger reingeschaut habe. Ich wusste ja nicht, dass du da so empfindlich reagierst. So, dann laufen wir ihr mal durch die Wildnis nach. Und da... Oh, was haben wir denn da? Einen schön abgedingsten Zaun hier. Okay. Was verbirgt sich da dahinter? Oh.
Bin ich mal gespannt. Und wo laufen wir eigentlich hin? Also die Höhle sieht ja nicht gerade sehr hoch aus, muss man sagen. Okay. Warum stehen hier Sessel? Ein Plattenspieler. Oder irgendein Plattenspieler. Nicht Megafon. Wie hat das geheißen? Ach, ich weiß es gerade nicht. Egal. Hallo. Was gibt's denn da dahinter? Ist das sowas wie eine Art Vogelkäfig? Oh, ein Vögelchen. Hallo. Der ist aber knallig rot. Oh oh. Okay, ich glaube, der Vogel könnte tot sein. Ziemlich sicher sogar, aber ich hoffe mal, meine Chefin ist nichts passiert. Ah ja, da sitzt sie ja, Gott sei Dank. Sie hat anscheinend nur eine leichte Kopfverletzung erlitten. Was haben wir hier? Gar nichts mehr. Und warum hat er einen Geschenkskorb mit einem Teddybären? Huh. Das war doch der, den wir im Lift gesehen haben. Interessant. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und zwar in... Das sieht mir... Okay. Das sieht irgendwie wie ein... wie heißt das im Kranken? Pathologie, wie eine Pathologie aus. Oh, der lebt noch. Okay. Wie ist das möglich? Und wo kommt er jetzt her? Puh, das ist schon etwas komisch, muss man sagen. So, das sieht jetzt abgesperrt aus. Ein Radio gibt's da auch. Und zwei Leutchen. Hallo. Was hat er vor? Warum hat er mich jetzt... Okay, ich kann nicht weiter. Oh. Okay. Ich glaube, das hat sie jetzt nicht so sehr erfreut, dass ihr Anhänger darüber geflogen ist. Ich frage mich eher, warum der Typ da das getan hat. Oh, ein Sprengmesser. Okay. Was hat er noch? Ah, ein Portemonnaie. Was relativ leer aussieht. Okay, jetzt sind wir auf der Polizeistation und da sitzt auch unsere Chefin. Dann sehen wir uns mal das genauer an. Oder auch nicht, wir legen es einfach weg. Ah. Was? Millennium Mall. Interessant. Und was ist das? Sieht mir irgendwie nach... Oh, ich weiß nicht. Was das genau sein könnte, das ist die Frage. Huh. Da bin ich mal gespannt drauf. So, sieht so aus, als wären wir wieder zu Hause. Das heißt, wir gehen nicht zu unserem PC. Wow, sieht der alt aus. Ich glaube, das letzte Mal habe ich so einen Monitor vor 15 Jahren gesehen. Alter. Also bei mir zu Hause. Dann geht's mal ab in das Schlafzimmer. Oh, was haben wir da?
einen Schlüssel und den Brief mit diesem komischen Ding und den FBI-Ausweis. Interessant. Und wollen wir jetzt schon wieder in die Haie gehen? Sieht fast so aus, oder? Dann legen wir uns mal hin. Und schlafen. Und es ist schon Mittwoch. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge wieder. Ich glaube, ich mache das jetzt so tageweise, nachdem die Tage ja relativ schnell vergehen. Sollte das eigentlich was werden. Und deswegen sage ich jetzt mal, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch gerne eine Bewertung und ein Abo da, falls ihr es nicht getan haben solltet. Des Weiteren würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn wir hier weitermachen und uns diesen Raum weiter umsehen. Vielleicht finden wir was. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.